Nicht nur das gleiche Symbol, nein, auch noch den gleichen Namen wie eine Zigarettenmarke. Ja, der Rapper Samra hat dieses Jahr vorgehabt, ein Album zu releasen mit dem Namen Marlboro Rot. Ja, die meisten werden wahrscheinlich diese Zigarettenmarke kennen, ja, die sie nicht kennen. Das ist super, das freut mich, dass ihr nicht anfangt zu rauchen, meine lieben Freunde. Ich bin auch kein Raucher, dementsprechend sind wir in einem Club, meine lieben Freunde, ja. Die Ware ist heiß, der Atem ist kalt, ganz und schwarz wie der Partner und ich jage den Feind. Fick die Strafanstalt, wir rollen im Benz und das Koks in der Nase knallt. Kriminalgewalt, Klappmesser ist mein Ticket für eine S-Klasse. Das Album Marlboro Rot sollte dieses Jahr, wie gesagt, released werden, wird aber wahrscheinlich erst voraussichtlich, was sagt Amazon, wir checken das mal kurz ab. Amazon sagt, am 28. Februar 2020 wird das Album höchstwahrscheinlich bestellbar sein. Man sieht es, eine große Box, ja, sieht aus wie eine Zigarettenschachtel oder besser gesagt wie eine Zigarettenschachtel aus dem Antalya Airport Duty Free Shop. Mit einem Samra Pulli. Der Pullover ähnelt wirklich sehr der Zigarettenmarke. Wahrscheinlich hat er aus diesem Grunde auch wahrscheinlich diese Unterlassung bekommen und er darf dieses Album nicht so wie geplant veröffentlichen. Marlboro Rot wird nicht erscheinen. Smoking Kill ist das neue Album von Samra, meine lieben Freunde, ja. Bestellbar ist das Album, ihr könnt es bestellen. Link werde ich euch unten gerne in die Kommentarliste oder besser gesagt in der Beschreibung unten rein verlinken. Und ja, ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Das war schon kurz und knackig und ich danke euch. Peace.